So, Leute. Ich begrüße euch wieder herzlich zurück zu Underhell. Wir haben letztes Mal haben wir hier uns ein bisschen in der Residence umgesehen von den ganzen Leuten, wo die ganzen Bewohner hier sind. Wo die Leute eben halt wohnen, die hier arbeiten, in Anführungsstrichen. Jetzt bearbeiten sie hier nicht mehr, jetzt bewohnen sie, bevölkern sie dieses Land hier nur noch. Mit welchem Grund wissen sie, glaube ich, selber nicht mehr so ganz, aber ich weiß, dass hier ziemlich viel Munition ist. Und das finde ich auch ziemlich nett, aber vielleicht sollten wir erstmal nochmal was essen vorher, bevor wir das mitnehmen. So einfach Bananen, einfach lieber ein Haufen Bananen ist besser als weniger Bananen, würde ich mal sagen. Und da können wir lieber das mitnehmen und ein bisschen Vorräte. Was liegt denn hier? Zachary Tillman. Now we know where the missing people are. It seems they formed a gang and are looting and ransacking the apartments. We asked them to come back peacefully, but they opened fire on us. Who knows how they got their hands on firearms and equipment. We're trying to avoid them for now. Our ration should allow us to survive for another month. We just need to keep this place secured and wait new orders. Heißt, das ist daher aus der Zeit, wo sie versucht haben, sich noch ein bisschen zu halten. Eindeutig wissen wir ja, dass daraus nichts geworden ist, wie wir jetzt gerade aus dieser Situation hier lernen können. Schade drum. So ist das halt, ne? Es wurde nicht gehalten, es hat leider nichts gebracht. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. So. Wir haben noch ein bisschen Munition hier. Ich sollte erstmal meine ganzen Waffen nachladen, weil viel habe ich nicht mehr seit dieser Welle eben. Ihr erinnert euch an den letzten Part. Den letzten Part habe ich ganz schön die Kuh fliegen lassen. Da war ganz schön der Stress hier gewesen. Und ich brauche nicht, dass ich das nochmal wiederhole. Also das war echt krank gewesen. Brauche ich nicht. Muss nicht sein. So, I need to find Level 2 Elevator Card on the second floor. Wir versuchen jetzt erstmal, wie gesagt, die nächste Schlüsselkarte zu finden, ob irgendwo eine ist. Das ist mein nächstes Ziel. Das wäre super. Ja, das wäre ganz nett. So, da komme ich nicht dran. Ich habe leider auch nichts so wirklich, woran ich mich jetzt bedienen könnte. Aber anscheinend ist da ein Stromschalter oder sowas in der Art. Aber wie gesagt, ich komme da nicht ran, da kann ich also nichts dran machen. So. Warum? Womit haben wir das verdient diesmal? Warum denn? Ich habe gar nichts gemacht. Das ist so eine Scheißsituation gerade. Fuck. Oh, nee. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Oh, je, nee. Oh, Mann. Ich hab so ein Pech gerade mit diesen verfickten Wellen. Warum mache ich denn so viel Krach auch? Ich mach doch gar nicht so viel Krach, oder? Oder mache ich doch so viel Krach? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Das ist einfach verdammt anstrengend, wenn man diese Musik jetzt mittlerweile hört. Das hat sich so in den Kopf festgebissen, diese Melodie. Anitze, wenn wir damit gar nichts mehr zu tun haben. So, wo bin ich jetzt nächstes? Hier war ich auch noch nicht gewesen, oder? Nein, hier war ich noch nicht. Lass mich mal hier durch. Dankeschön. Wow, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, okay. Begrüßung. Dankeschön. Ich gehe aber trotzdem einfach mal so durch. Ich brauche das nicht. Level 2. Security. Das hört sich gut an. Security hört sich immer gut an, so ein Fall. Oh, bitte lass hier eine Karte sein. Eine Munition. Dankeschön. Wo ist denn hier eine Karte? We just received the order, Code Red. We have already begun the process, not that there are too many survivors to disable. We need to come up with an efficient way to deal with this gang. They are well armed and well organized. It won't be easy. Tja, hier ist der Code Red dann auch angekommen. Wir können nochmal eine Kleinigkeit trinken, hier was zu essen nehmen. Ist auch egal, ob es Trinken oder Essen ist, Hauptsache wir haben immer was dabei. Wir müssen halt ein bisschen auf uns aufpassen, wir müssen uns ein bisschen verpflegen. Hier ist leider nichts gewesen. Oder habe ich jetzt richtig geguckt? Ich will nochmal richtig gucken. Nicht, dass ich jetzt irgendwie die Keycard übersehen habe. Nicht, dass ich irgendeine Scheiße übersehe. Ich weiß, ich neige dazu, sowas zu übersehen. Oh, ich hatte... Wieso mache ich eigentlich immer Krach? Wieso bin ich so drauf angelegt, immer Krach zu machen? Ich will doch gar nicht so viel Krach machen. So, guten Tag. So, hier habe ich auch nichts gefunden. Gehe ich nochmal ein Stückchen weiter. Gott, ey, wo kommt die scheiß Monster überall her? So, hier überall die Tür kann ich ja nichts tun. Das ist okay. Aber wie sieht's denn... Habe ich gerade diese Melodie wieder gehört? Ich hoffe nicht. Und jetzt bin ich einmal rumgegangen, oder? Jetzt bin ich einmal rum. Ich verstehe nicht ganz, wo ich hingehen soll. Ich melde mich gleich wieder. Gerade mal was ansteht. Gerade mal was ansteht. Das steht an, genau. Also ich dachte, das darf ich euch ja nicht misslingen lassen, dass ihr da mitfliegen könnt. Aber der Tod wird mich doch nicht holen. Ich bin vorbereitet auf diese Gegner mit meiner Pistole. Ja, fickt euch doch. Sobald sie anfangen, sich so zu bewegen, ist es schon vorbei eigentlich.
Okay, sieht doch ganz gut aus. So, so viel zu dir, mein Freund. Mein Fuß ist mein bester Freund sowieso. Und ich verbrauche viel zu viel Munition, das ist mir bewusst. Aber was soll ich denn tun, wisst ihr? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn noch mit dir machen? Bist du dumm, so dumm. Oh, du hast so Blut im Gesicht, mein Freund. Wollte ich dir nur mal sagen. So, alles klar. Helm wieder dazu. Hätten wir das auch überlebt. Oh mein Gott, ey. Ich würde sagen, hier ist nicht wirklich viel für mich zu machen. Es gibt für mich momentan nicht viel zu tun. Es gibt nicht viel, was ich ändern kann. Und ich weiß auch gerade mal wieder nicht weiter. Ich wette mal, dass der Geekate bestimmt wieder eine Lösung weiß. Und vielleicht hat auch ein verfickter Zombie die Karte wieder sonst wohin geschmissen. Das traue ich dem Spiel auch wieder zu, dass so ein Mist wieder passiert ist. Aber momentan finde ich hier leider keine. Leider finde ich nichts. Und da würde ich sagen, das ist wieder ein kürzerer Part gewesen. Aber das muss eben halt auch mal sein. Ich habe Munition gefunden für irgendwas. Nur für was? Ich weiß es nicht. Finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Und wir sehen uns dann nächstes Mal bei Underhell, wenn wir wieder ein Sandwich essen und uns Gedanken darum machen, wie es weitergeht. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe einfach gar nichts. Also wirklich so, wirklich gar nichts. Aber wisst ihr, was wir machen können? Hallo Decade, willkommen in der Aufnahme. Moment kurz, ich bin gleich wieder da, Leute. Ich brauche nur einmal kurz Hilfe von dir, mehr ist es nicht. Okay. Und ich müsste wissen, wo ich die Level 2 Elevator Keycard finde im Second Floor. Ich bin hier gerade angekommen im ersten Stock bei dieser Residenz, sag ich mal. Die Residential Area, und ich bin jetzt einmal mit dem Fahrstuhl hochgefahren. So, jetzt ist die Sache, ich soll irgendwo eine Keycard. Ich weiß nicht, ob ich sie schon gefunden habe, vielleicht bin ich einfach zu doof. Aber ich brauche jetzt eben halt für die Keycard für die nächste, für das dritte Stockwerk, also in dem Sinne. Bin jetzt einmal hochgefahren. Weißt schon, was es ist. Hast du überhaupt schon versucht, einen Elevator zu rufen? Ja, in der Mitte vom Raum. Ja, also den ersten, wie gesagt, einmal hochgefahren bin ich. Ich weiß nur nicht, ob ich nochmal hochfahren kann. Das ist eben halt. Nein, du musst, es gibt hier, in dem Ort des Elevators, ich weiß aber nicht ganz. Das ist richtig schwer, Access granted, so jetzt kommt ein Fahrstuhl, der kommt aber von unten. So, das ist ein Fahrstuhl, der von unten kommt. So, ich rufe einfach mal alle Fahrstühle. Einfach mal. Der ist dann. Nee, also die Fahrt auf jeden Fall, mal sehen, ob ich jetzt irgendwie damit nach oben fahren kann, das weiß ich nicht. Also, Peinzel. Ich weiß halt nicht, ob der Second Floor wirklich der Second Floor ist, oder ob ich jetzt auf dem First Floor bin, aber hätte sich das schon selber geklärt. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt so doof gewesen bin. Also sonst hättest du natürlich recht, aber jetzt ich weiß. Na? Residential Area. Ich weiß, wo es war. Du bist jetzt nur noch mehr auf so kleinen Gängen, ne? Genau, so eine kleinen Wege, die hier sind, wo die Behausungen dann eben halt sind, ne? Das ist jetzt nur noch so kleine Wohngebäude. Normalerweise kann man, wenn man sich hier ein bisschen umschaut, findet man die Karte nicht unbedingt schwer. Die war irgendwo bei so einer komischen Badezimmer oder so. Warst du dort in Badezimmer war ich schon mal gewesen, ja, da war ich schon mal, aber ich habe da leider nur Zahnpasta gefunden. Okay, was zur Hölle? Nichts, erzähl nur weiter. Ich weiß nicht, dass man da eine Karte findet, aber die normale. Ey. Ich geh da gleich nochmal gerne gucken. Okay, kannst du machen. Das ist ja nicht so, als hätte ich hier gerade irgendwelche Probleme. Es ist alles okay. Mit dem Sinne, Dankeschön dafür, ruf dich später vielleicht nochmal an, okay? Okay, danke, tschüss. Das war die Geld, ja. Gut, dass ja alles so gut läuft. Muss ich einfach mal sagen. Also die Geld sagt, ich sollte mal ins Badezimmer gehen, das soll sie sein. Vielleicht sollte ich auch einfach so Fahrzeugschuss fahren. Vielleicht habe ich die Karte aus dem aufgehoben, ich habe sie nicht mitbekommen. Oh shit. Vielleicht habe ich es einfach nur nicht mitbekommen, dass ich sie aufgehoben habe. Bestimmt bin ich wieder zu dumm dafür, um das zu bemerken. Aber naja, was macht er denn nicht alle? Oh shit! Oh Mann, das sind zu viele! Das sind einfach zu viele! Mama, hol mich raus! Oh Mann, ey! Das kann's doch nicht sein! Wirklich nicht! Das muss nicht sein, sowas!
Okay, was zur Hölle? Ey, was zur Hölle? Ich würde sagen, das Schlimmste ist überstanden. Wir machen mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, dass wir nochmal zu diesem Badezimmer hingehen. Aber wir sind ja eh zu dumm für alles. Ich kriege eh nichts auf die Reihe hier gerade in diesem Spiel. Weil ich einfach kein Elevator-Card bin. Vielleicht muss ich auch einfach mit dem Fahrstuhl fahren, wie er eben schon gesagt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich jetzt wieder runterfahre, dann weiß ich Bescheid. Jetzt fahre ich wieder runter. Das will ich ja nicht. Also fahre ich wieder hoch. So. Na cool, es ist mal auf der anderen Seite nochmal, damit herumzufahren. Kann man ja auch nochmal probieren. Von da ist gar kein Problem. So, wir können ja mal hier mitfahren. Damit fahren wir auch wieder runter. Gut, aber wir müssen mal mit dem gegenüberliegenden Fahrstuhl. Und sonst weiß ihr ja Bescheid. Ich fahre gerne mit dem Fahrstuhl hoch und runter. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung damals gewesen. Das habe ich schon damals aber sehr gerne gemacht, mit dem Fahrstuhl hoch und runter fahren. Nein, ich fahre mit jedem Fahrstuhl fahre ich runter. Aber wann fahre ich denn mit dem Fahrstuhl hoch? Das ist ja auch so eine Frage, die ich gerade im Kopf habe. Naja, vielleicht ist es dann einfach von selber erklärt, wenn ich dann erstmal zu weit bin. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Badezimmer. Ich weiß ungefähr, wo das gewesen ist. Ich sollte nicht mehr so viel Krach machen. Sollte ganz ruhig und entspannt bleiben und geschmeidig. Denn ich glaube, hier war das gewesen. Erst nochmal eine Banane. Haben ja noch gut keine Panzerung. Ich hab hier einfach... Ich wette, ich habe die Karte gefunden. Ich habe bestimmt wieder irgendeinen Scheiß gemacht. Ich würde sagen, ich warte damit. You got the elevators working. Great job, Jake. Hey, everyone. Jake got the elevators key card. We're ready to move up. Hold on a second, Jake. Before you move up... Make sure you've checked everything on this level. We won't be coming back down. Once you're positive, go ahead and move up. We'll start moving up shortly after you. Ja, es wird schon alles gut werden. Jetzt lass ich ja nicht fahren. Hier ist er oben, so. Alles klar. Ich hab's überlebt, geil, wa? Bin schon ein ziemlich cooler Macker. Nicht. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Ey, was stimmt hier doch nicht? Was ist mit den Typen? Der eine Typ da, ihr wisst schon. Der verrückte Mörderer. Was ist los? Was hat er da überhaupt fallen lassen? Ein Sandwich? Nicht so fein, die Core Axis. Ist ja auch egal. Ich bin erstmal sehr zufrieden mit unserem Fortschritt. Was? Was? Okay. Drogenland. Das Drogenland ist voller Drogen. Drogenland. Will ich wissen, was da ist? Oh nein. Nicht die Tür wieder. Nicht schon wieder die Tür. Okay. Oh, Leute, das ist nicht euer Ernst. Ich hab von dieser Tür, muss ich ehrlich sagen, das ist die einzige Sache, von der ich einen Albtraum hatte in den letzten 3 Wochen. Weil irgendwas will mir diese Tür, glaube ich, sagen. Ey, wie habe ich von dieser Tür geträumt? Ich glaube, ich kann an den Seiten vorbeigehen, oder? Ich habe von dieser Tür geträumt. Ich versuche mal einen Seitengang zu finden. Es gibt keinen Weg dran vorbei, oder? Nein. Ich habe davon geträumt, dass ich auch diese Tür nie erreichen konnte. Das ist irgendwie... Das ist total abgefahren. Ich träume eigentlich nicht von Spielen, aber... Irgendwie hänge ich an diesem Spiel dran und diese Tür ist irgendwie... mein Grund dafür. Mit diesem weißen Licht am Ende. Es ist total merkwürdig. Ich hänge irgendwie an dieser Tür so ein bisschen. Und ich weiß nicht warum. Aber gut... Okay. Anscheinend sind ja ein paar andere Leute noch mit hier.
Ich frage mich nur, was für welche Leute. Ich glaube, ich kann auch verzichten, mit denen eine Bekanntschaft zu machen. Ich lade mal nach, erstmal meine ganzen Waffen. Hier habe ich eh nichts mehr drin. Ups. Ja, dankeschön, mein Freund, für den tollen Tipp. Wo bin ich denn hergekommen? Wie bin ich denn hier gelandet dann? Wenn das gar nicht möglich ist. Target spotted, take him out! Okay. Okay, von mir aus. Wow, ich kann so viel machen gerade gegen sowas. Das ist ja wirklich cool gerade. Holy shit. Jetzt brauche ich mein Verbandzeug aber. Jetzt geht die Party hier aber ab, wa? Also ich glaube, jetzt hackt bei euch. Aber jetzt kriege ich jetzt neue Munition wieder. Und neue Rüstung. Und neues alles. Soll mir recht sein. Aber schön, dass die Leute jetzt auch auf mich zukommen. Wir ein bisschen Stress haben wollen. Okay, wenigstens neue Munition. Soll mir recht sein. Wie ich schon sage, soll mir recht sein. Guck, guck. Sind hier noch mehr von euch? Oder war es das jetzt erstmal gewesen mit dem Stress hier? Ich würde sagen, das ist ja ganz nett und so. You need to find the others. Ja, das ist, klingt nach einem Plan. Würde ich auch so nachgehen. Ich habe ja aber definitiv nicht alle Karten gefunden in dem letzten Sektor. Das weiß ich auch. Aber, naja. Was habe ich denn da fallen gelassen am Ende von der letzten Sequenz? Das weiß ich nicht. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Eine Karte oder sonst was? Was wir irgendwie gebrauchen könnten? Anscheinend nicht. Na gut, ich würde sagen, einmal Heilung mitnehmen und den ganzen Scheiß. Einmal wieder ein bisschen grün leuchten, warum auch nicht. Das ist nämlich lustig. Machen den Schalter hier mal zu, hier stimmt ja irgendwas nicht. So, Dankeschön dafür. Und ich würde sagen, ab ins Transit laden lassen und wir sehen uns nächstes Mal bei Underhell. Und schauen wir nächstes Mal, was bei diesem Spiel passiert. Wir haben viel geschafft. Es ist viel passiert. Hebel hoch. Und speichern. Bis dann, Leute.